Guten Tag, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wenn ich mir jetzt, egal was ich mich angucke, egal, überall, immer wieder, es hängt doch alles letzten Endes darin, auch diese zig, hunderttausende Demonstrationen gegen Rechts oder sonst was, es hängt doch alles an einem. Es hängt daran, dass sich die Leute überreden lassen, dass die Leute zu dumm sind, das zu hinterfragen. Egal was passiert, wenn wir uns an den Kopf fassen, dann hängt das daran, dass die Leute einfach zu dämlich sind. Immer wieder. Und was heißt denn das letzten Endes? Idiokratie. Idiot ist klar. Und Krat, diese Silbe oder Kratein, heißt Macht, Herrschaft. Herrschaft der Idioten. Wo das hinführt, gar kein Problem. Wissen wir. Sehen wir doch. Sehen wir jeden Tag. Wo das noch hinführen kann, möchten wir uns lieber nicht ausmalen. Aber wir sehen es doch. So, und bevor wir jetzt hier groß riesige Wahlplakate oder sonst was entwerfen mit riesig komplizierten Texten, letzten Endes hängt es doch nur an diesem einen Begriff, Idiokratie. Nie wieder Idiokratie. Das ist das, was wir fordern. Nichts anderes. Mehr nicht. Sollen die sich doch selber ausmalen, weshalb ich die Farben ganz genau von einer ganz bestimmten Partei genommen habe. Sollen sie sich doch denken, ach, das sind die Idioten. Wenn sie ein bisschen nachdenken, werden sie es als Provokation auffassen oder sonst was. Auf jeden Fall, es wird die richtigen treffen. Mal sehen, was aus dem Video wird. Bin ganz gespannt. Ich habe sicherheitshalber dieses, nochmal schnell als Gedankenstütze, ne, dieses Plakätchen, das habe ich natürlich auf info-k. Das werde ich verlinken, wie üblich in der Videobeschreibung. info-k.de. Da habe ich das mit hochgeladen, sodass man sich es dann schnell runterladen kann. Einen Klick darauf und dann kommen hier die Gedankenstützen und dann hier dieses. Und das kann jeder, der ein kleines bisschen nachdenkt, kann sich das ganz schnell selber machen und so weiter. Und wir kennen ja noch die anderen großen Dinge, die wir hier alle in Gang geschoben haben, was hier alles schon passiert ist, was wir alle schon getan haben für Deutschland, für unser Land, was aber wahrscheinlich noch nicht genug war, wie man es ja sieht. Ne? Also ich bin ja ein Fan der Bildung und deswegen. Leute, nie wieder Idiokratie. Geht auf info-k, macht daraus was, klebt euch das nächstens, wenn ihr demonstrieren geht, mit auf die Wahlplakate. Macht's nicht so kompliziert. Immer einfach. Einfach, das sind drei Worte. Mehr kann ein Mensch sowieso, der durchschnittlich begabt ist, sowieso nicht fassen. Drei Worte auf einmal. Nie müsste gehen, nie wieder müsste als Zusammenhang auch noch gehen. Und Idiokratie, was ist denn das? Na, wenn dich einer fragt, na, Idiot ist doch klar. Ja, ja, klar. Ja, und Demokratie heißt Herrschaft des Volkes und Idiokratie heißt Herrschaft der Dummen. Und das wollen wir nicht mehr. So einfach ist es. In diesem Sinne, macht was, Leute. Ich hätte eigentlich macht was runterschreiben können, aber ich denke mal, Erwerbswissen schadet nicht in diesem Fall. Ich wünsche einen schönen Sonntag, drüber nachdenken und macht was, damit es wieder aufwärts geht. Ich tue ja schon alles Mögliche. Im Moment bin ich noch gesundheitlich ein bisschen arg eingeschränkt, aber das soll keine Ausrede sein. Trotzdem, alles, was ich kann, werde ich irgendwie dazu beisteuern. Der Kanal muss relativ vorsichtig gehandhabt werden, sonst hat der die Reichweite über Nacht verloren, weil er nämlich dann weg ist. Alles klar? Also dementsprechend aufpassen beim Kommentieren, keinen Mist schreiben, den wir sowieso schon wissen. Die sind alle doof und die und ne, wissen wir alles selber, brauchen wir nicht. Können wir alles behalten. So, gut, dann nochmal alle guten Wünsche und bis später. Tschüss.